Wir folgen Adrian Breitlauch in Ruanda auf Schritt und Tritt. Okay, bist du bereit? Was geht ab? Rein ins Labyrinth der Farben, der Souvenirs und Stoffe. Dort, wo es öfter mal dunkel ist. Wir haben Stromausfall gerade, von daher normalerweise ist es ein bisschen heller hier. Auf dem größten Markt in Kigali, der Hauptstadt Ruandas, türmen sich die Lebensmittel, die sich viele nicht leisten können. Um hier klarzukommen, hat sich Adrian Breitlauch extra die Grundlagen der Landessprache in einem Intensivkurs draufgeschafft. Kinyarwanda heißt sie. Jeder Einkauf ist harte Verhandlungsarbeit. Erstmal war es erfolgreich. Ich habe das bekommen, was ich haben wollte. Und sonst, ja, ist auch ähnlich wie in der Innenstadt. Ich finde es toll. Es ist halt einfach ein Austausch. Also immer mit einem Lächeln, glaube ich, auf dem Gesicht. Das haben wir auch alle. Und das macht dann auch einfach Spaß und sorgt für einen guten Austausch. Sorry? Ego. If it's a big, big step towards playoffs. But therefore, there it's what? We have to be serious, okay? Come on. Bring the energy. Go, guys. Let's go. Im Basketball ist der Deutsche hier Motivator und Führungsspieler. Der Sport in Ruanda für ihn bisweilen abenteuerlich, fast immer draußen, fast immer unter Flutlicht, kostenlos. Etwas außerhalb ist meist kaum was los. Nahe der Stadt dagegen jede Menge. Seit Ende der 70er spielen sie hier Basketball und der wird immer populärer. Man könnte es manchmal auch als ein bisschen wild beschreiben. Es werden viele Bälle auch einfach nach vorne geworfen. Aber das Spiel ist schnell, athletisch, physisch, muss man auch wirklich sagen. Es geht ordentlich zur Sache auf den Courts. Nicht nur Basketball, auch diese Baustelle ist seine Herzenssache. Hier entsteht eine Grundschule mitten auf dem Land für 450 Kinder. Breitlauch arbeitet damit, als Praktikant bei einem Verein für deutsche Entwicklungshilfe. Für mich ist es ja irgendwie jetzt auch schon der vierte Besuch mittlerweile und es ist spannend, dem Projekt beim Wachsen zuzuschauen. Ich habe es gesehen, lag das Gelände noch brach und jetzt knapp 6-7 Wochen später sieht es schon so aus, das ist schon toll, das begleiten zu dürfen. Noch 2 Wochen pendelt er zwischen Entwicklungshilfe und Basketballcourt, ganz ohne Bezahlung. Dann endet das Afrika-Abenteuer von Adrian Breitlauch.